Zu einer anderen Problematik. In den letzten Wochen fragten uns viele Fußballanhänger, wieso ein Spieler, der sich für künftige Auswahlaufgaben profilieren soll, noch nicht einmal in der ersten Mannschaft seines Clubs zum Einsatz kommt. Gemeint ist der junge BFC-Schlussmann Bodo Rudvaleit. Hier die Meinung von seinem Trainer Jürgen Buchs. Ja, der Bodo Rudvaleit ist nach wie vor unser Perspektivkader Nummer 1. Aber aufgrund des Fehlens von so spielerfahrenen Leuten wie Lauk und Rode in den ersten Spielen haben wir den Oberliga-erfahrenen Kreit den Vorzug gegeben. Und der Hans-Gustav Kreit hat nachgewiesen, dass er nach wie vor auch noch zu guten Leistungen fähig ist. Der Bodo wird in einem der nächsten Spiele seine Chance kriegen. Und ich glaube auch, dass er diese Chance dann nutzen wird.